Hallo und herzlich willkommen hier zum Part 3. Ich glaube, meine Stimme ist jetzt mal ein bisschen besser zu hören hier. Ja, ihr seht mich hier ein bisschen mit Lichthube, denn ich bin eine Puppe. Hallo Basti. Hallo Danny. Wie sieht's bei dir aus? Oh, ich sitze gerade in einer Maschine, mit der du nie zurechtkommst. Welche Maschine ist denn das? Der Ernte. Ach hier, und geht er? Also, ich habe ihn gerade angeschaltet. Okay. Ja, ich werde das Gras mähen jetzt lassen hier, weil ich habe immer noch 1%, ich habe das halbe Feld hier überfahren. Oder es ist der falsche Ernte? Ja, nee, Gras liegt ja drin, aber irgendwie. Wieso Gras? Schluckt er nichts. Wir wollen ja kein Gras ernten. Klar, ich muss doch nebenbei um Gras ernten. Oder denkst du, meine Kühe fressen Menschen? Ja. So viel wie die scheißen, glaube ich das. So, jetzt hab ich schon Fahrt verloren wegen dir. Danke. ja, ich hole jetzt mal ein bisschen Weizen rein. So soll das sein. Ich breche mir gleich ein Bein. Oder schau dir eine rein. Warum hast du denn nicht so einen kleinen Rasenmäher oder so gekauft? Weil ich nicht auf kleine Dinge stehe, weißt du wie? Ja. Naja. Ich mag's groß und prall. Das ist kein Ball. Hätte eher von, ihr könnt Ziegen kaufen. Ja, ich weiß. Ich komme aber gerade nicht unter das Rohr hier. Hilf mir doch mal. Es gibt wieder ein Sonderangebot. Steck doch mal das Rohr da richtig drauf. Bei mir kommt nix. Ich komm nicht. Guck doch mal die Granate an hier. Wo nichts kommt. Leg nur dein Stängel auf meinen Auflieger. Ich sag dort. Haust du nun mal bitte was rein oder wartest du erst bis es regnet? Da sitzt doch jemand drinne. Ach Mensch, der fährt nicht und der fährt nicht. Jetzt geht's raus, jetzt kommt's. Ich kann schon sagen, ich kann euch sagen, dieser Rasenmäher ist der Blüte seines Lebens. So, ich bin abgeleert. So. Aufhören jetzt hier auf die schweinischen Gedanken hier. Gibt's doch nicht. Das ist immer nur Basti, der mich hier verleitet. Du Wurm? Oder die Bäuerin. Kann das sein, dass du die verkehrten Ernte gekauft hast? Eigentlich nicht, nee. Außer ich gucke mal kurz. Der ist für Kartoffeln. Jetzt sehe ich das auch! Ich habe den Kartoffelernter gekauft und du stehst auf dem Rübenfeld. Ja, du hast ihn ja auch dahingestellt und du wunderst dich, warum der nicht läuft. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld, um mir einen Ernter zu kaufen. Ich glaube, ich passe heute. Oh, 59.000 kriegst du für den, wenn du die verkaufen tust. Dann bring den ja hoch. Ach, liebe Leute, kennt ihr das auch? So verlassen. Gut, in den Gassen von Paris. Ich fahre den Kartoffelernter. Ist das mies. Den Kartoffelernter. Ja, fahr den jetzt doch bitte zum Verkaufen. Ja. Und dann warte muss ich laufen. Und dann warte ich darauf, dass du das richtige Gerät kaufst. Ja, du musst mir bloß sagen, wann.
Aber sicher, wenn das Geld angekommen ist. Aber das sehe ich ja trotzdem nicht. Haha. Ha. Ich kann das sowieso nicht verkaufen. Siehst du, Ha. also muss ich dann mal zu dir springen. Warum? Du kannst es doch im Menü verkaufen. Im Menü verkaufen. Hast du letztens auch gemacht? Wie unrealistisch ist denn das? Wie unrealistisch ist es, wenn ein Trecker auf zwei Reifen fährt, wenn er hinten einen Kartoffelernter hat? Erzähl mir das mal. Mach doch mal nicht die Träume des Landwirtschaftssimulators kaputt. Ja, stimmt, hier können ja auch LKWs fliegen. Das stimmt. So, bist du um? Ja. Rein verkaufen kannst du ihn ja selber. Verkaufen. So, hier springen rein, setz ihn auf das Feld und So, bleib gleich da. Nimm gleich wieder mit runter. ja. Kaufen. Wenn du immer dabei bist. Hast ja auch wirklich das Kleingedruckte durchgelesen diesmal. Es ist die Rübenpresse. Ach Mensch. Ernte. Ernter, genau. So. Hey, die Kartoffeln sind doch auch gut, oder? Nee, noch nicht. Also, liebe Freunde, bevor ihr immer was kaufen tut, lest das Kleingedruckte, wofür die Maschinen auch da sind. Da hast du recht. Sonst sitzt ihr irgendwann da und eure Ware vergammelt. Richtig. So. Ja, wie gesagt, das ist so ganz so meine Woche heute. Heute. Eine Woche. Ich bin verwirrt. Es kommt schon wieder. Die bestimmten Tage kommen, wo nichts geht. Liegt an der Bäuerin. Das ist Weißt du? Bäuerin Problem. Aber ich trinke jetzt erstmal ein Stück Bier, Prost. Ja. So, dann bringe ich jetzt mal das gute Zeichen ins Lager. Und Basti, wie ist das Wetter in Lübeck? Nass. Bist du am Wasser? Ha! Das ganze Jahr über nass. Ja. 8 Grad oder so haben wir in Lübeck. Letztens haben sie bei dir eine Folge gedreht. Okay. Ja. Hoffentlich hat es geregnet. Muss mal Super RTL manchmal gucken. Da kommt nämlich hier mit Tausch was. Ich sag bloß Tausch. Ach ja. Ja. Das ist nicht der einzige gewesen, der hier schon was gedreht hat. Was? Nee. Ein XXL Club. Ach nee, XX. Das ist aber schon. XXX Club. Habe ich auch schon da gesehen. Das ist aber auch schon etwas älter. Ach nee, das eine ist glaube ich, im Sommer gewesen. Wo irgendwas mit Restaurant, da waren die, ja, Köche des 21. Jahrhunderts und Ach, haben die ein, Profis meinst du? ja, die haben ein Lübecker Restaurant wieder aufgepimpt. Die K-Profis? Ja, die haben ein Lübecker Restaurant aufgepimpt. Und? Ist es immer noch gepimpt? Keine Ahnung, ich war noch nie da drinne. Ich gehe nicht so oft in Restaurants. Dafür ist es mir viel zu teuer. Der Staat zieht uns ja schon das ganze Geld aus der Tasche. Wo soll ich denn noch das Geld herholen für ein Restaurant? Wenn ich Angela Merkel sehe, frage ich sie mal, wann ich das Geld kriege, um mal essen zu gehen. A.M. So. Amicio Brother, ah nee, Amicio Muccio. So. Weizen ist wieder voll. Ich
Ich gucke hier gerade TRL. TAL. Ich darf hier keine rechtlichen Sachen. Also TAL. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja. Die machen ja L. Punkt. Loser. Und SXE. S-Punkt. Doppelpunkt. So, meine Lieben, würde ich sagen, war das jetzt der Part 3. Und wir sehen uns dann ganz locker, fluffig im Part 4 wieder mit dem Basti. Jupp. Das heißt, tschüss! Und mit der Kate. Mit der Bäuerin. Adios da. Und mit dem Danny, der immer noch kein Penny in der Hosentasche hat. Tschüss.